Guten Morgen, ihr Lieben. Heute sind wir Kaffee trinken im Autohaus Rieger in Altdorf. Und was machen wir da? Da werden wir euch heute Fahrzeuge vorstellen. Wir haben nämlich eine neu gegründete Wohnmobil-Sparte und vertreiben hauptsächlich Francia-Fahrzeuge. So, damit ihr euch den nächsten, Wochenende oder Abende mit so einem Schmuddelwetter nicht langweilt, haben wir euch heute ein Fahrzeug ausgesucht. Das wir vorstellen. Da könnt ihr ein bisschen träumen, vielleicht braucht ihr zufällig ein neues oder weil das alte nicht mehr so euren Wünschen entspricht oder ihr habt noch gar keins oder ihr wollt einfach nur gerne in Wohnmobile schauen, so wie ich, Schubläden aufmachen. Ich freue mich schon. Ja, das wird bestimmt interessant. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Fahrzeug. Ja, ja. Genau. Also, bis später. Ja, hallo ihr Lieben. Jetzt sitzen wir so halbwegs fast schon im Auto. Ich bin total aufgeregt, das fasziniert mich total. Ich möchte gern rein und nachschauen, was alles drin ist. Aber jetzt schauen wir erstmal außen an, ne? Genau. Also, wir gehen einmal außen rum. So, ich übergebe an die Kamerafrau. So, wir haben hier den Francia Yukon. Kamerakind Jule. Nein, wir haben hier den Francia Yukon 7.0. 7.0, weil der 7 Meter lang ist. Mhm. Und das ist für uns total untypisch ein Kastenwagen, aber ihr werdet gleich sehen, es ist ein erstaunlicher Kastenwagen. Okay, er hat dann auch seinen Preis, das werdet ihr am Schluss erfahren. Aber es ist wirklich ein tolles Fahrzeug. Ich bin schon ganz begeistert. Jetzt ja, ganz schlecht. Wir haben also als Basisfahrzeug den Stern vorne drauf. Und ihr seht schon, er steht sehr hoch. Das kommt daher, weil es nämlich ein Allradfahrzeug ist. Das heißt, für all die Freisteher und für das, was wir so vorhaben, ist es eigentlich ein Fahrzeug, was klasse ist, weil du kommst da auch noch überall hin. Ja, einmal außen rum gegangen. Außen gibt es jetzt gar nicht so viel Spektakuläres. Wir haben hier einmal... Doch, die Farbe ist voll cool. Ja. Man sieht den Schmutz nicht so, das ist faszinierend. Ja, es ist unser weißer Hugo ist da immer sehr schmutzempfindlich. Im ersten Moment denkt man langweilig, aber ist jedenfalls besser wie weiß. Wunderbar. Hier haben wir als allererstes die ganz normale Toilette, ganz normale Kastentoilette, in dem Fall von Tedford. Und was ganz interessant ist, wir haben hier einen Schalter und der Schalter ist für die Lüftung. Dann kann man also die Lüftung 1 oder 2 einstellen, um dementsprechend die Gerüche aus dem Fahrzeug rauszubringen. Dann haben wir hier zum Wasserbefüllen. Abschließbar selbstverständlich, ich gehe mal davon aus, ich habe den Schlüssel. Schauen wir mal, ob da ein Gardena-Stutzen dahinter ist. Vermute aber fast, ja. So, das ist der Vorführeffekt. Nein, ist es nicht, ist einfach zum Befüllen. Aber auf jeden Fall abschließbar. Hier die Abluft von der Bruma. Daran seht ihr auch gleich, das ist ein Fahrzeug, was eine Dieselheizung hat.
was wieder angenehm ist, weil man sich dann eine Gasflasche spart und Diesel ja immer mit an Bord hat im Normalfall. Dann haben wir hier ganz normal den Stromanschluss. Okay, das ist also mit dem zusätzlichen Kabel. Ihr werdet jetzt noch sehen, bei den anderen Frangia-Fahrzeugen ist es ein bisschen anders geregelt. Da habt ihr nämlich den Stecker immer gleich mit an Bord. Hier jetzt beim Kastenwagen fehlt da natürlich der Platz dazu. Dann hat er eine Anhängerkupplung bereits dabei. Das heißt also, wenn man denkt, man bekommt nicht alles rein, habe ich sogar die Möglichkeit, hier noch einen Anhänger dran zu machen für Motorrad oder ähnliches. Fahrrad würde man hinten auch einen Fahrradträger anbringen können. Oder wenn man kleinere Fahrräder hat, Klappräder, dann würde man die sogar reinkriegen. Ihr werdet jetzt sehen, das Fahrzeug hat einen erstaunlichen großen Laderaum, erstaunlich viel Platz, was da so reinpasst. Mach mal auf. Die Tür arretiert entweder so oder ich kann sie auch noch ganz öffnen. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, ich habe hier Stoff, ja. Verkleidung und vor allem ist es gepolstert. Also, ja, es ist auch gut gedämmt, sodass man also das Fahrzeug auch im Winter benutzen kann. Es hat auch einen Doppelboden, wenn wir dann gleich noch sehen innen. Das heißt also, es ist auf jeden Fall winterfest und kann im Winter genutzt werden. Dann haben wir hier die zweite Tür. Und jetzt seht ihr schon, es ist eine große, wirklich ein großer Stauraum. Wir haben hier den Kasten mit der Gasflasche. Hier geht also eine große Gasflasche rein. Es geht eine rein. Es passen sogar zwei rein. Es sind auch für zwei vorgesehen. Es ist hinten ein. Ja. Man kann hier sogar zwei Gasflaschen unterbringen. Also von daher bin ich auch mit dem Gas ganz schön autark. Hat auch einen Crash-Sensor. Ja, der ist bereits serienmäßig oder vielmehr bei dem Fahrzeug mit dabei. Dann haben wir unwahrscheinlich große Ladefläche, wo ich auch eine Durchreiche habe. Bis zum Wohnmobil, bis nach vorne. Hier komme ich durchs Bett ran und ich könnte da vorne sogar auch noch eine Klappe aufmachen, dass ich noch was länger durchreichen kann. Das können wir dann gleich von innen noch anschauen. Ansonsten, wenn ich die Klappe zumache und hier auch arretiere, dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, an der Seite was unterzubringen. Also hier hat man auf jeden Fall mal viel Platz. Allerdings ist das Fahrzeug, so wie es jetzt dasteht, mit 3,5 Tonnen zugelassen. Ich denke, er hat schon 3. Ja, er hat 3000 Mehrgewicht. Also ich denke, wenn man das Fahrzeug wirklich optimal nutzen möchte, sollte man über Auflastung nachdenken, was aber möglich ist. Gut, so viel zum Heck. Machen wir wieder zu, weil die Heizung läuft nämlich. Ja, es ist total warm. Also die Türen fassen sich auch alles. Es ist halt Mercedes. Es schließt alles gut, es lässt sich alles gut bedienen. Und ihr habt hinten auch große Fenster, die jetzt auch so verkleidet, also wie nennt man es, blickdicht sind, dass ich also nicht nach innen schauen kann. Also verdunkelt. Manchmal fällt einem das richtige Wort nicht ein. Verdunkelt. Gut. Ja, dann gehen wir nach innen. Von innen übergibt er das Kamerakind Jule. Das Kamerakind Roland. Echt? Denn innen erklärt euch die Jule. Ja. Ah, warte mal, wir haben da oben noch was vergessen. Richtig. Wir haben eine riesige Markise über das ganze Fahrzeug. Also die ist eine 4 Meter lange Markise von Dometic. In Anthrazit. Super passend zur Farbe des Autos. So, und jetzt schnell in die Wärme. Ja.
Hier habe ich die Drittstufe, das kann man noch zeigen. Die kann ich selbstverständlich elektrisch ein- und ausfahren. Okay. So, jetzt sind wir innen und es ist schön kuschelig warm. Extra geheizt. Dann fangen wir mal an. Wo fangen wir an? Wo du möchtest. Gerade vor dem Herd. Genau. Schauen wir mal. Das ist ein Dometic-Herd mit zwei Herdteilen. Ja, zwei Kochstellen. Super. Die sind schön groß. Und für den großen Topf geeignet. Jawohl. Super, das ist schon ganz gut. Toll. Genau. Dann haben wir hier zum Abspülen. Das Waschbecken. Den Hahn nach oben. Ja. Genau. Du kannst gar nicht duschen. Naja, duschen ist ein bisschen übertrieben. Aber das ist Platz. Ja, genau. Ist nicht schlecht. Und wir hat natürlich hier noch an der Seite zum Ausklappen, damit man eben auch die Schneidefläche hat. Das wirst du wahrscheinlich einfach wieder nach unten drücken müssen. Oder nach oben. Nee, doch nicht. Dann muss es unten eine Orientierung wahrscheinlich haben. Wenn du mal... Ah ja, genau. Jetzt. Ja, ich hab sie. Das sind zwei Hebel. Zwei. Gewusst wie? Funktioniert die Geschichte. Aber ist bombenfest. Ist sehr stabil. Super. Also ganz toll. Ja. So, dann machen wir mal da unten gleich weiter. Da haben wir USB-Steckdose und eine normale. Dann schauen wir mal in die Schubs. Oh. Mach mal ein Licht aus, vielleicht haben wir das Flackern weg. Ah ja, genau. Jetzt ist das Flackern besser. Von der Haptik. Ja. Der ist schön tief. Wie fasst sich's an? Ich weiß noch nicht. Ja, ist softlos. Doch, hat softlos. Ja. Ist doch mehr Platz, wie ich dachte. Hier sind die Absperrhähne mit drin. Genau, da ist auch gleich das Zeichen. Dann haben wir hier großes Fach. Das wäre wohl das Besteckfach. Vielleicht kommt ja noch ein Besteckfach. Nee. Da ist das für den Fernseher schon drin. Ah, okay. Also die sind ganz schön groß. Das ist sehr groß. Ja. Passen alle Töpfe rein, Pfannen. Auch Softclose. Schließt. Ja. Sehr schön. Wir haben hier noch, das haben wir jetzt vergessen. Hast du schon erwähnt? Ja. Oh, habe ich schon erwähnt. Eine Steckdose und ein USB. Ui, habe ich nicht aufgepasst. Jungs. Sowas, nein. Auch hier jetzt, also hier ist noch so schön Deko. Große Fläche. Richtig. Zum Kochen. Richtig. Auch also auf diese wirklich Seite. Super. Passt perfekt auch die Kaffeemaschine hin. Hier wunderschön für Gewürze, also ganz toll. Das ist und mal ordentlich festgemacht. Sehr fest, also sehr wirklich stabil. Ganz toll gemacht. Ja. Jetzt schauen wir mal oben weiter. Ein kleiner mit so einer Lippe vorne dran, dass nichts rausfällt beim Öffnen. Haben wir auch. Wunderbar, da oben ist auch noch eine Ablagefläche mit Lippe. Genau. Kann man noch was verstauen. Ist man schnell mal seinen Schlüssel los oder was man alles so in der Hand hat. Ui! Ja. Nicht. So Vorratsschrank oder Klamotten, je nachdem, was man unterbringen möchte, beleuchtet und ganz hoch. Also gut für Vorräte, dass nichts rausrutscht. Perfekt. Dann haben wir hier einen Tedford-Kühlschrank. Warte mal, ich gehe mal weg. Moment, so. Ja, das ist jetzt ein kleinerer, vermutlich 90 Liter, gehe ich mal davon aus. Aber also aus unserer Erfahrung heraus, gut, es ist ein relativ kleines Gefrierfach, aber aus unserer Erfahrung heraus haben wir immer
super. Viel zu viel dabei. Richtig, also und ausreichend. Brauchen es eigentlich nie. Ausreichend. Ich denke auch, dass der Kühlschrank ausreichend ist. Es ist alles da. Perfekt. So, dann haben wir... Moment mal, da muss ich mal die Schuhe ausziehen, weil hier geht es nicht weiter sonst. Ich glaube, Jule ist schon wieder müde. Sie hat ein Bett gesehen. Schon wieder? Moment mal. Ja, oben anfangen, oder? Ja, genau, leg dich doch mal drauf. Also wir haben hier sogar eine Mitleiter für die, die wir Leiter brauchen. Ja, weil jetzt das Mittelteil mit drin ist, was man wegmachen könnte, das ist die Bettverlängerung. Das ist also die Bettverlängerung, das kann man hier abmachen. Dann habe ich hier das Ganze, wenn ich es haben möchte, ohne Bettverlängerung. Das kann ich also nach innen tun, das Brett weg. Dann habe ich auch, dann habe ich die Leiter weg, dann habe ich hinten ganz normal, bin ich ja auch schon zusammen. Muss man nicht unbedingt. Kann man auch kuscheln. Genau, muss man nicht unbedingt die Bettverlängerung dran haben. Hast du da hinten ansonsten noch ein Licht an der Seite vielleicht? Schaust du mal? Nee, da innen meine ich. Nee. Ah, das war vielleicht dann das, was ich von vorne ausgemacht habe. Schauen wir mal. Ah ja, dann ich mach's aber wieder aus, weil sonst haben wir hier das Flimmern. Okay, ich denke, das ist hell genug. Da sind Leselampen mit Touch. Okay. An beiden Seiten. Leg dich doch mal hin und sag mir... Also ich finde es voll toll. Ja, also zumindest für so Kleine wie uns... Es ist auf jeden Fall... Mach du weiter. Ich höre sie schon leicht schnarchen. Nein, also ich denke, das ist wirklich also für einen Kastenwagen super ein optimales viel Platz, Bett. Wirklich. Ich muss nachher mal noch nach den genauen Längenmaßen fragen. Die blenden ich wir euch glaube, dann einfach 1, ein. 1,90 denke ich hat es. Also Bett. Das ist wirklich so ist voll ausreichend. Ja. So, jetzt machen wir damit hier wieder Ordnung. Und dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Ah, ein etwas, also das ist nicht ganz so tief, aber hat auch vorne so eine Lippe. Ja, dafür hast du aber ja rundrum. Und das geht ja jetzt hier überall rundum. Also sind also sehr schon viele viel Platz. Man darf ja nicht vergessen, es ist im Prinzip ein Fahrzeug für zwei Personen. Ganze Länge. Es ist natürlich kein Familienfahrzeug, sondern es ist für zwei Personen. Wo man aber vorne in der Dinette auch noch einen dritten Schlafplatz machen könnte, wenn mal jemand zur Not übernachten müsste. Jo. Auf der anderen Seite wahrscheinlich das Gleiche. Jo. Auch vier Stück. Und es ist wirklich schon Platz, um einiges unterzubringen. Also das... Super. Und jetzt sehe ich da hinten auch den Lichtknopf. Oder? Nee, das ist was anderes. Habe ich noch gedacht, irgendwie. Ist so finster. Das ist vermutlich der Sensor für die Wärme, für die Heizung. Ach, das kann sein. Okay. So, dann haben wir oben eine Dachluke mit Bügel. Großes Heckfenster. Ja, trau dich. Trau dich. Trau dich. Sie kann ich wusste, dass ich nass werde. Sie kannte das System noch nicht und hat sich jetzt nicht getraut, das Fenster aufzumachen. Also wenn es regnet, langsam. Okay. Aber lässt sich gut öffnen. Und klackt dann wieder ein. Super, wunderbar. Hat. An der Seite. An der Seite. Ja, welche? Hier. Oder nicht? Nö. Dachte ich, das wäre zum... Moment, dann, andere. Dann hast du es hinten. Diese Seite. Ja. Moment. So, Fliegengitter und Verdunklungsplissé. Alles vorhanden. Wenn ich das jetzt finster mache, sieht mich keiner mehr. Ah ja. Dann doch schlafen. Das sieht dich schon noch. So, einmal wieder Ordnung. Also es ist ein wirklich schönes Fenster. Also es gell? Lässt sich auch wunderbar schließen, das ist ganz toll. Sie hatte nur ein bisschen Schiss. Vor der Nässe, da oben ist sehr nass. Okay. Oh, ich bin gerutscht hier, Moment. Muss ich wieder Ordnung machen? Was haben wir hinten noch? Nee.
Da hinten haben wir ansonsten nichts mehr. Ein Schalter. Ich habe doch gewusst, dass der noch irgendwo ist. Ah, das ist auch der, genau. Aber machst ihn wieder aus, weil es flackert. Den können wir anlassen? Nee, es flackert. Okay. Ja, so ist besser. Ich denke, es ist hell genug. Hier natürlich auch die Fenster zum Kippen, zum Aufstellen. Und auch mit Plissé und Fliegengitter. Ja. Hat also viel schön Fenster. Mit den Fenstern da und da. Ja. Und es ist hier mit Stoff verkleidet, gepolstert. Also auch von der Haptik her. Sehr angenehm, dass es nicht kühl wird. Ja, fühlt sich gut an. Also wirklich super zum Schlafen. So, dann komme ich wieder runter. Ja, dann kannst du nämlich hier hinten noch aufmachen. Ups. Lass doch die Schuhe aus, du gehst ja dann noch ins Bad. Also, jetzt gehen wir mal hoch. Genau. Dann haben wir hier den Schrank, der dann auch noch zum Öffnen ist. Mega großen Schrank. An der Seite nicht, glaube ich. Doch. Ich weiß jetzt nur noch nicht wie, aber er ist zum Öffnen. Okay. Seite. Wahrscheinlich von außen. Aber es geht zum Öffnen und hier ist dann auch ein Schrank, wo eine Kleiderstange dran ist. Da haben wir noch ein Versteckfach. Ja, ist kein Versteckfach. Hier ist einfach die Pumpe verbaut. In einem Teil vom Doppelboden. Also man hat hier wirklich durchgehend fast einen Doppelboden, sodass wir auch eine Wintertauglichkeit haben. Also da kriegt man unheimlich viel rein. Und hier kannst du auch von oben dran. Ah, und jetzt schauen wir, ob du vielleicht da hinten... Da, auch hier mit Kleiderstange, ne? Schauen wir, ob du jetzt von hinten an den Verschluss rankommst, dass du hier die Tür aufmachen kannst. Ja. Ja, siehste. Ah, so wird ein Schuh draus. Die Frau hat den Hebel entdeckt. Genau. Das heißt also, ich könnte jetzt von hinten auch noch was Längeres einladen, wenn mal was zum Transportieren wäre. Habe also die Möglichkeit, den Stauraum sozusagen zu verlängern. So mache ich ihn wieder zu. Und ich kann auch da innen diese Klappe dann noch verschließen. So, da waren wir jetzt. Kommt. Auf der anderen Seite kannst du da auch noch hochklappen. Guck mal. Nein, oder? Doch. Ja, natürlich. Natürlich haben wir hier unter dem Bett noch einen Stauraum. Und wenn du diese Klappe öffnest, was ist da drunter? Vermutlich der Wassertank. Na, die Trumaheizung. Hier ist die Heizung darunter. Okay. Sie ist aber wirklich sehr ruhig. Und da haben wir auch dann noch die Sicherungsanlage. Sie ist ein Einschläfer. Die ist sogar ruhig. Also das ist... Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn die unter dem Bett ist, dass die so ruhig ist. Man hört sie gar nicht. Machen. So, fast unten. Hier haben wir noch. Unten, genau, ganz unten drücken. Jawohl. Kleiderhaken. Ja, wenn man was dranhängen hat, ist es okay. Ansonsten müsste man wahrscheinlich aufpassen zum Durchgehen. Ja, so ein paar Klamotten hinhängen. Dass man sich nicht aufhängt. Nö. Okay, ist Platz genug. Ja, problemlos. Dann kommen wir zur Dusche. Haben wir den? Oder vielmehr zum Dusche-WC. Du gehst mal rein, dann komme ich rum. Ich habe das Licht ausgemacht. Ja. Nicht die Finger klemmen. Das ist natürlich dem Kastenwagen geschuldet. Das ist natürlich dem Kastenwagen geschuldet. Ihr könnt natürlich nur von dieser Seite rein. Da muss ich natürlich Kompromisse eingehen. Oh, das Flutlicht. Ansonsten. Schlecht für die Optik. Also, ein mega großer Spiegel. Wahnsinn. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, ich bin's. Hallo. Hier, dann haben wir Telefon-Toilette. Ja, genau, ganz normal. Wunderbar. Die ist fest, also nicht zum Rausziehen, sondern so fest. Dafür ist zum Rausziehen. Muss drücken nur. Genau. Das Waschbecken. Genau, wenn ich das Waschbecken dann benötige, muss ich. Aber es war einfach zum Bedienen, gell? Ja, man muss mit beiden Händen. Und ja. Es ist ganz schön groß. Also wirklich. Okay. Super.
Und wenn man es rausmachen will, drückt man einfach nur drauf, dann kommt es von selber raus. Und ist ein großes Waschbecken mit einem großen Hahn. Also sehr, das ist schön. Eine gute Lösung für, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einem Kastenwagen. Ja. Also wir machen das wieder rein. Boah, da kommt total warme Luft raus. Das ist der Wahnsinn. Ja, wenn die Heizung an ist und die Düse offen, dann. Das ist aber auch wichtig, weil wenn hier das Bad, wenn du natürlich geduscht hast, dann musst du das Bad ja wieder trocken bekommen. Und dann ist es gut, wenn du hier die Heizung machst, einfach die Tür zu und hier das Fenster auf. Das ist auch wieder so ein Fenster, wie auch hinten im Heckbereich schon. Was du sehr schön ganz in einem Griff. Und dann in verschiedenen Stufen kann man das dann halt so feststellen. Genau, ne? Das ist also mit einem Griff zu machen. Das ist echt eine gute Lösung. Und fühlt sich sehr stabil super, an. Super, hat auch natürlich Fliegengitter und Plissé. Gut, jetzt möchte die Jule duschen. Nee, jetzt muss sie die erstmal hier noch so ein paar Fächerchen. Da ist ein ganz kleines. Dann hier für die ein bisschen größere Sachen zum Unterbringen. Man braucht ja ein bisschen Duschgel oder irgendwas. Shampoo, das bringt man da ganz gut unter. Ich vermute mal, hinter dem Spiegel ist doch ein Schrank, oder? Hier ist auch noch hinter dem Spiegel. Keine? Moment. Jetzt? Ja, dachte ich mir doch. Hätte mich jetzt gewundert. So. Haha! Guck dir mal, was mir hier alles das unterbringt. Das ist jetzt für das, was man verstecken will. Da geht ein Haufen Kosmetik rein. Kosmetik muss man doch nicht verstecken. Verstecken muss man doch andere Sachen. Handtücher passen da nicht. Na doch, kleine Handtücher passen auch rein. Muss man sie halt zusammenrollen. Also da kriegt man schon eine ganz schöne Menge unter. Ist viel Platz. Ein, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Stück. Wahnsinn. Okay. Also, den machen wir wieder zu. Ich schätze mal, bis das mit Drücken ist, wenn du an den Spiegel drückst. Hat da so einen Hebel, den muss man ziehen okay. Und dann ist es wieder. Okay. Jetzt möchte Jule duschen. Super Beleuchtung, echt? Oh. Keine Sorge, nein. Was heißt Sorge? Nein, sie Moment zieht, mal. Sie zieht sich nicht aus, auch wenn ich nur den Kopf drauf habe. Ich nehme mal hier die schöne Deko weg. Ja. Die ist super, die könnte ich eigentlich mit heimnehmen. Nein, die bleibt selbstverständlich hier. Also, Ablage für das, was man gerade aktuell braucht. Ganz normal von der Höhe her, würde ich sagen. Ja, mach doch mal aber also, die Duschabtrennung zu, dass man sieht, dass es hier natürlich eine Abtrennung zum Spiegel gibt. Also da ist hier so ein... Ja, dass die Jule nicht jedes Mal den Spiegel putzen muss, wenn ich duschen gehe. Ich glaube, das hilft bei dir trotzdem nicht. So, das heißt, hier wird natürlich unten die Toilette wird natürlich nass. Ja, okay, aber das ist ja... Mit einem relativ wenig Aufwand ist es sauber gemacht, geputzt. Nicht vergessen, wir befinden uns in einem Kastenwagen. Hat hier so ein Magnet. Ne? Das macht Klack und dann ist das fest. Okay, also ist auch ordentlich gemacht. Wunderbar. Fühlt sich super an. Kann man auch ganz schnell wieder einklappen. Und den auch wieder da wegmachen, wenn er im Weg ist. Ich denke mal, das ist eine Geschichte, dass, also man Routine, dass man routinemäßig genau weiß, welche Griffe das man macht, wenn man auf die Toilette geht oder wenn man eben ins Bad geht, um sich früh fertig zu machen oder wenn man duscht. Ich glaube, dass das kein großer Aufwand ist. Also für einen Kastenwagen wirklich eine tolle Geschichte. Das ist die Geschichte ist mit der Wäscheleine. Ne? Ja, das stand doch drin. Die hast du da hinten zum irgendwo, Ausziehen. Ach, hier ist sie. Genau. Habe ich gerade gesucht. Jo, Vorsicht, nicht aufhängen. Das Teilchen kommt dann hier rein. Das ist auch ein schönes Gimmick, weil ich dann über die ganze Fläche zum Handtücher aufhängen habe. Und das kann ich dann wieder locker schön leicht verschwinden lassen. Also eine gute Lösung, finde ich. Da haben sich die Leute bei Frankia was gedacht. Schaut aus wie eine Klingel. So ein Gong. Gut. Dann komm du mal wieder raus. Hast du die Höhe? Meine, ja gut, für einen 2-Meter-Mann wird es natürlich eng, aber ist klar, wir befinden uns in einem Kastenwagen. Wir haben auch hinten unten einen schönen Ablauf mit, ich glaube hinten ist noch ein zweiter, da ist jetzt nur eine Schutzmatte drin, wenn du hinten mal in der Ecke, warte mal. Ja genau, es sind zwei Abläufe, sodass wir also, wenn man ein bisschen krumm steht, das Wasser trotzdem dementsprechend abfließt. Ja, die Höhe für uns wäre sie völlig ausreichend. Also ich denke mal, für alle, die 1,80 Meter sind, da geht es noch.
alle, die dann größer sind, ja, die müssen halt, ja, wie beim Skifahren, in die Knie gehen. Alles kein Problem. Kriegt man. Und Frau. Und Frau. Hin. Hin. So, Moment. Zumachen. Jo. Schuhe reinschlüpfen. So, geht's weiter? Ja, vorne. Sitzgruppe. Fussel hinterlassen. Wir haben hier die Sitzgruppe. Das heißt, ich habe also eine Sitzbank und habe dementsprechend natürlich die beiden Fahrer- und Beifahrersitze, die ich selbstverständlich umdrehen kann, jetzt auch umgedreht sind, sodass ich also hier das Ganze optimal nutzen kann. Das ist mit so anthrazitfarbenem Stoff bezogen. Die Rückenlehnen sind braun gemustert mit Anthrazit, das dazu passt. Passt eigentlich von der Farbe her ganz gut. Ja. Ansonsten ist es eben auch ein schönes, helles Fahrzeug. Mach doch gleich mal mit den Schränken da oben weiter. Da haben wir die gleichen wie hinten. Auch wieder mit so einer Lippe. Kriegt man einiges rein. Ja, genau. Und vorne haben wir dann auch noch oben hier Ablagefächer. So tief, dass man mal was loswerden, ja, kann. Du hast auch vorne eine komplette Stehhöhe. Und das ist auch ganz toll. Das ist hier noch so mit Stoff verkleidet. Ja, und du hast eine volle Stehhöhe auch vorne. Das ist total schön. Also, und was wir hier auch haben, ist, super. Also, ist hier ein großes Fenster. Das ist jetzt nicht zum Kurbeln. Das ist jetzt zum Kurbeln, ja. Hat ein wenig Widerstand. Ist noch neu, man merkt es. Es hat ein wenig Widerstand. Aber riesengroß. Ja, also ein ganz großes Fenster, das ich natürlich auch in alle Stellungen machen kann. Machen wir mal wieder zu. Und hat natürlich auch, Moment, klack, Kurbel weg. Hat auch, upsasa, Verdunklung und Fliegengitter. Jawohl. Geht alles noch ein bisschen schwer, ist ja noch neu. Ist ein nagelneues Fahrzeug, also so wie es da steht, mit 10 Kilometer, also noch nicht zugelassen. Steht also auch natürlich fein. Zum Verkauf, wer sich dafür interessiert. Dann haben wir hier auch schon den Fernseher. Ich gehe mal hier zu dir her, dass wir Platz haben für den Fernseher. Der natürlich dementsprechend noch wieder ausziehbar und schwenkbar ist. Ich will es jetzt nicht machen, aber geht natürlich rauszuziehen und zu schwenken. Aber sehr schön, wenn man hier sitzt. Ja, setz dich doch mal hin. Und da auch die zwei Anschnallgurte, wenn man noch mal zwei Personen mitnimmt. Richtig, also es können vier Personen mitfahren. Es kann vorne noch ein Bett umgebaut werden in der Dinette für eine Notschlafperson. Ansonsten ist es eben für zwei Personen. Diesen Tisch habe ich hier unten einen Knopf zum Runterziehen und dann kannst du ihn drehen. Genau. Du musst mal halt vorher entscheiden, will ich ihn rausmachen oder nicht. Und dann habe ich dementsprechend einen größeren Tisch und kann eben aber auch von der Küche aus gut arbeiten. Ja, ihr seht jetzt, hier ist die Küchenfläche und dann kann ich hier gleich direkt von also der Küche unheimlich groß, ne? Das als Ablage nutzen. Wenn du überlegst, wie viel Platz das ist. Ja, genau. Also man ist ja in dem Fahrzeug in der Regel normalerweise zu zweit. Wenn man Gäste hat, gut, dann passen aber auch vier her, weil zwei auf die Sitze und zwei auf die Sitzbank. Ja, und wir könnten hier auch super arbeiten, ne? Laptop. Okay. Hat alles Platz. Ja. Also für die, die ab und zu was tun müssen. Also, es ist Wahnsinn. Wir hätten ja nie gedacht, dass wir uns für einen Kastenwagen interessieren, aber dieses Fahrzeug ist total faszinierend. Fasziniert mich, weil er auch durch Allrad und sehr entgegenkommt, dann könnte man so diese Ecken anfahren, die wir bisher uns mit unserem Hugo nicht anfahren trauen. Hm. Ja. Schön. Gut. So, jetzt machen wir mal den Tisch wieder rein. Musst du unten wieder den Zapfen ziehen. Wo unten? Genau, unterm Tisch. Ziehen? Ja, genau. Hab ich. Und dann ist er wieder weg und dann hat man für zwei natürlich auch auf jeden Fall Platz genug. Ich denke mal, den nutzt man, wenn man eben arbeitet oder wenn man kocht als zusätzliche Fläche. Suchst du was?
Nein, ich gucke. Ich bin so neugierig. Ich bin so fasziniert. Ja. Hier hat auch hat Becherhalter. Also auch. Jetzt sind wir bereits vorne. Wir sind vorne angelangt. Ihr seht also das Mercedes-Cockpit, was man eben vom Sprinter kennt. Allerdings, was man eben... Ja. Es hat natürlich... Lederlenkrad. Ja, und es hat auch alle Assistenzsysteme, die man eben von Mercedes gewohnt ist. Es hat das Display von Mercedes, das große. Da machen wir jetzt im Einzelnen machen wir jetzt hier nicht alle Schalter an und aus. Wir schreiben aber nochmal in die Beschreibung rein, was er alles für Assistenzsysteme hat. Ansonsten auch, gehen wir weg, das Multifunktionslenkrad, also alles vom Lenkrad aus zu bedienen. Noch so ein schönes Fächlein. Fächlein, du bist ganz schön groß, sein Fächlein. Und auch noch ein USB-Anschluss. Anschluss. Und wahrscheinlich sogar, weil da so ein Zeichen ist für Handy, wahrscheinlich sogar eine Handylade. Ja, wenn du dein Handy da reinlegst, genau. Dann wird es gleich geladen. Warte mal, probier's mal. Zack. Ist ja nicht. Da müsste eigentlich. Doch, die Zündung ist an, siehst du, geht. Nee. Also hier kann ich auch das Handy noch aufladen. Und ich glaube, dass es auch beim Fahren nicht stört, wenn wir jetzt das Fach auflassen. Guck mal, hier sind schon wieder Becherhalter. So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken. Nochmal Becherhalter, nochmal Becherhalter. Jawohl. Dann mach doch mal die Verdunklung zu. Achso, hier. Du musst es nach innen drücken. Genau. Ja, das weiß ich. Okay. Also das ist von beiden Seiten in der Mitte dann klack mit Magnet. Warte mal. Ich warte. Moment. Nicht die Finger brechen. Okay. So, perfekt, super gemacht, dass das ausgespart wird. Passt genau. Jawohl. Ja, es ist, du bist bei Mercedes. Oh, ist und Francia, schön. Beides. Voll in Kombination. Gemacht. Ist wirklich eine tolle Kombination. Francia und Mercedes. Ist auch sehr leichtgängig. Okay. Klappt dann wieder ein. Und hat man selbstverständlich Klack. Auch bei den Seiten. Hier auch. Scheiben. Genau das gleiche genau Spiel. Genau das gleiche. Ja. So. Wahnsinn. Jetzt? Jetzt weißt du was, jetzt setze ich mich mal neben dich und wir machen mal ein Fazit. Wir haben die Technik noch vergessen. Entschuldigung. Wir haben Warte mal. Meine Frau hat... Also überhaupt, ne, ihr müsst uns nachsehen. Wenn wir irgendwas vergessen, fragt uns einfach, schreibt in die Kommentare, weil es gibt bestimmt die ein oder andere Frage, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben in dem Ganzen. Und ja, einfach schreiben und fragen. Jetzt gib mir mal. Ja. Dann kommen wir zur Technik. Ich habe hier die Kontrollen, natürlich einmal von der Truma, von der Heizung. Und habe dann die Kontrollen, was... die Wasserpumpe an, siehst du, hat funktioniert, haben wir wieder ausgemacht. Hier wird das Licht für außen an- und ausgemacht. Ich habe hier den Wasserstand, die haben sogar das Wasser 100% aufgefüllt, das ist Wahnsinn. Ich habe hier die Batteriekontrolle und ich kann es hier natürlich ganz ausmachen, mache ich jetzt nicht, weil sonst stehen wir im Dunkeln. Das ist also das Bedienpanel von der Elektrik. Hier habe ich auch noch mal eine extra Anzeige sogar von der Batterie. Und wir haben in dem Fahrzeug bereits Ladebooster und Solar verbaut. Also es ist sowohl Solar oben verbaut und auch ein Ladebooster an Bord. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Lithium-Ionen-Akku drin ist. Das kriegen wir noch in Erfahrung. Aber das wäre selbstverständlich machbar. Dann habe ich hier ein Steuergerät für die Satellitenanlage. Die fahren wir jetzt nicht ein und aus, aber das Fahrzeug hat natürlich eine Satellitenanlage. Klar, es hat ja auch einen Fernseher. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und dann habe ich hier nochmal, die hast aber du vorhin schon angesprochen. Ach nee, das waren die unten. Das waren die da unten, die genau. Hier oben sind. Wir haben hier nochmal eine Steckdose. Also es ist auch ein Wechselrichter an Bord, selbstverständlich, dass ich also auch hier 220 Volt habe. Hier habe ich die Lichtschalter und habe hier nochmal eine USB-Steckdose. Genau. Ja. Ein ganz toller Moment, bevor wir rübergehen, ist auch diese Verkleidung hier, die genau der Arbeitsplatte entspricht. Also wenn man hier kocht und es ist kalt, also man hat quasi das Auto zu.
Dann kann auch mal was spritzen. Das ist alles abwaschbar, wunderbar, also super. Und was? Super gemacht. Und ganz toll ist das, wenn das Wetter schön ist und man hat die Schiebetür auf und kann hier so hinaus. Ja, der Blick ist jetzt natürlich auf das Fahrzeug. Auf das andere nächste. Fahrzeug, das wir dann vielleicht auch noch vorstellen. Also ja. Wirklich toll, dann hier zu kochen. Das Fahrzeug, ich denke mal, in den weitesten Teilen vorgestellt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist wirklich die Mercedes-Technik. Das haben wir jetzt im Einzelnen noch nicht gemacht. Ja, Fazit kann man sagen. Ich bin überrascht. Ja, ist wirklich faszinierend. Es ist ein Fahrzeug, was wirklich ein guter Kompromiss ist, wie ich finde, weil du hier auf 7 Meter Länge ein komplett langes Bett hast, du hast ein großes Bad, du hast eine relativ große Küche, ja. du hast eine große Dusche. Alles sehr kompakt, muss ich sagen. Ja. Es fasst sich wunderbar an, es ist stabil und wirklich schön. Ja. Obwohl ich ja jetzt der Fan von getrennter Dusche und Toilette bin, muss ich sagen, die Lösung hier ist wirklich sehr, sehr gut. Und was mich fasziniert, ich müsste ihn mal Probe fahren, aber was mich also wirklich fasziniert, ist die Geschichte, dass der Allrad hat. Den gibt es natürlich auch ohne Allrad, logischerweise. Und 190 PS? Das haben wir ganz vergessen. Er hat 190 PS, also da bin ich richtig auch noch mit bei der Sache. Ja gut, wenn man auflastet, dürfte man natürlich nur 100 fahren, aber ich denke mal, mit so einem Fahrzeug merkt man ja gar nicht, dass er aufgelastet ist. Da kann man vielleicht durchaus... Ich sage jetzt nichts weiter, das könnt ihr euch selber überlegen, was man da machen könnte. Aber also, wir sind... total begeistert. Wir haben noch was vergessen. Was? Wir haben noch so einen ganz tollen Fußboden hier drin. So Anthrazitfarben. Schaut ein bisschen wie Parkett aus, aber in einer wirklich super Optik, dass man wirklich keinen Schmutz sieht. Ja, gut, der Fußboden ist also, jetzt ähnlich wie unsere. Also, ja. Und leicht zu reinigen. Ich meine, wer jetzt einen Teppich will, den kann man ja nachträglich noch reinlegen. Das ist ja auch kein Problem an bestimmten Stellen dann. Ja, jetzt haben wir natürlich noch nicht gesagt, was es kostet. Oh, ich weiß es gar nicht. Hier ist die Preisliste. Das wäre Ihr Preis gewesen. 125.000. Aber man darf nicht vergessen, das Fahrzeug hat wirklich schon alles drin. Es ist Satellitenanlage drin, es sind die Solar schon mit drin. Es ist Markise dran und vor allem, es hat natürlich ein Allrad. Also das Fahrzeug gibt es selbstverständlich auch ohne Allrad. Und dann fängt es, glaube ich, bei einer Preisklasse von knapp über 60.000 an, zusätzlich, was man dann eben als Ausstattungen braucht. So dass man das Fahrzeug sicherlich, wenn man keinen Allrad will, gehe ich mal davon aus, auch für unter 100.000 bekommen kann. Nicht vergessen, es hat 7 Meter Länge. Es ist ja kein Kastenwagen im ursprünglichen Sinne, sondern er hat ja 7 Meter Länge. Es gibt ihn aber auch mit 6 Meter und da ist er natürlich dann deutlich günstiger. Ja, okay. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und total hell. Es hat wirklich durch diese ganzen vielen, auch großen Fenster. Ja. Wir haben jetzt nur, wir stehen hier unter dem Hallendach, deswegen ist es innen jetzt ein wenig dunkler und wir haben das Licht nicht ganz angemacht. Weil es hinten geflackert hat. Weil es immer flackert. Ihr habt genug gesehen, uns kennt ihr ja schon und ansonsten am uns müsst ihr nicht sehen. Okay, damit sind wir für dieses Fahrzeug durch. Ja,
Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann liked uns, abonniert den Kanal. Und wir verlinken selbstverständlich auch die Ansprechpartner vom Autohaus hier. Genau. Für dann Interesse an dem Fahrzeug. Einfach da anrufen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.